Hallo miteinander, heute machen wir feine Äpfelküchli. Das ist ein bisschen aufwendiges Rezept. Dafür alle, die es schon mal hatten, wissen, wie fein das ist. Könnt ihr euer Rezeptblatt wie immer abladen im PDF-Format. Oder jetzt ganz neu, hat es einen Bring-Button auf unserer Webseite. Dort könnt ihr das direkt auf euer Nattel abladen, gehen einkaufen. Coole Geschichte. Und schauen zu, wie das Rezept funktioniert. Als erstes mache ich den Teig. Für den gebe ich Mehl, Salz, Eier, Bier zueinander, damit wir schön vermischen. Für den habe ich die Eier getrennt. Das Eiweiß stellen wir auf die Seite. Bier ist etwa die Hälfte von diesem Fläschchen hier. Schön verrühren. Muss leicht flüssig werden. Ist noch zu fest. Nochmal ein bisschen Bier dazu. Wenn ihr kein Bier nehmen wollt, also das ist ein klassischer Bierteig für die Äpfelküchli, geht natürlich auch ein Äpfelsaft auf die gleiche Menge. Und schön rühren, Sandra, schön rühren. Da muss ganz eine geschmeidige Masse geben. Die Konsistenz des Teigs ist gut von der Flüssigkeit her. Das restliche Bier dürft ihr trinken. Cheers miteinander. Gut. Das Eiweiß schlagen wir erst, bevor wir es am Schluss drunter ziehen. Den Teig lassen wir noch ein bisschen stehen. Ihr seht, da jetzt ein bisschen Klümpel. Das Abstehen lassen, gehen, oder verschwindet die noch ein bisschen. Ganz schön wäre auch gewesen, wenn man das Mehl gesiebt hätte. Das ist dann vielleicht das nächste Mal der Fall. Als nächstes machen wir die Äpfel. Die müssen wir jetzt zu Ringli schneiden. Für das müssen wir es zuerst schälen. Und dann, Sandra, schauen wir mal hier. Habe ich ein bisschen kaltes Wasser bereitgestellt. Da gebe ich jetzt ein bisschen Zitronensaft dazu. Dass es nicht braun wird, he? Yes! So easy. Zwar habe ich hier ein super Messer von der Victorinox. Das kann man hauptsächlich brauchen. Zum Brotschneiden zum Beispiel, Fladen oder auch Äpfel. Alles, wo eine relativ feste Schale hat, spielt jetzt auch nicht so eine Rolle, weil ich ihn geschält habe. Aber hier die Zacken und hier der Abstand der Klinge kann man halt auch so schneiden. Von dem her ein super Messer. Ich schneide hier mit dem Teil ein bisschen rausschneiden. Einmal abstempeln. Und die kommen jetzt hier ins Zitronenwasser, dass sie nicht anlaufen. Sieht aus wie Ananas. He? So muss es aussehen, Damen und Herren. Zum Glück bist du hinter der Kamera und nicht am Kochen. So, als nächstes Äpfel. Die habe ich bereits mit einem Haushaltstüchli ein bisschen abgetrocknet. Die ein bisschen marinieren. Ein bisschen Rum, ein bisschen Zitronensaft. Nicht allzu viel. Dann ein bisschen Zimt. Ein bisschen Zucker. Das Ganze schön vermischen. Dass man eine gleichmäßig dran hat. Oh, das schmeckt. He? Schmeckst du es, Sandro? Sehr fein. Der Rum. Ist das richtig süngerli? Rum und Zimt und Äpfel. Das ist schon schön, oder? Nach Fleisch das zweitschönste. Eiweiß. Dann kommt die Platte drin. Dann schlagen wir stief. Ein bisschen Salz dran. Dass er schön noch hebt. Und dann ziehen wir das noch schön langsam unter den Teig unterziehen. Teig noch mal ganz kurz rühren, dass die Klümpchen noch ganz weggehen. Das sieht doch schon mal gut aus, oder Sandro? Sehr schön, hast du das gemacht. Wunderschön. Dann nehmen wir hier so ein Teil und geben jetzt das und zweimal schön so langsam drunter heben. Geben das schön langsam dazu. So, schön auskratzen. Dann ganz wichtig, bevor wir die Äpfel in den Teig geben, noch ein bisschen Mehl dran. Wenn es trocken den Mehl dran hängt, dann hebt noch den Teig schön. Sonst rutscht da noch alles weg. Das wollen wir nicht. Kein Fall. Da hinten ist das Öl bereits parat. Erdnussöl. 2-3 cm braucht das sicher, dass die Äpfelringli noch schwimmen. Da ist alles parat. Ich gebe jetzt mal das erste durch. Es ist immer etwas schwierig mit der Temperatur des Öl, wenn man keine Fritteuse hat. Das sollte etwa 170 bis 180 Grad haben. Das ist jetzt fast ein bisschen warm. Zwar, ja.
Nicht schlecht, Sandro, nicht schlecht. Das Fett, das kühlt noch ab, oder? Genau. Sehr gut, sehr gut. So, so das schön eins am anderen drin ablegen. Dann beide Seiten frittieren. Hier vielleicht Farbe bekommen. Sieht schön aus, he? Ja. Wonderful. Dann, wenn ihr schön Farbe habt, nehme ich wieder raus und tue es hier auf ein Küchenpapier ablegen, damit er das Öl aufsaugen kann. Mit der Temperatur bin ich jetzt auf 5 von 9 runter, vorher hatte ich 6. Das ist ein bisschen zu warm, es darf pro Seite sicher 2-3 Minuten im Öl sein. Öpfelringli haben wir fertig frittiert. Die gebe ich jetzt hier im Backofen 90 Grad zum Warmstellen. In der Zwischenzeit haben wir Zeit, um die Vanillesoße noch zu machen. Hier habe ich bereits Eier, Zucker, Maizena und Milch in der Pfanne. Und gebe jetzt hier noch eine Vanilleschote, die ich aufgeschnitten habe und ein bisschen auskratzt, dazu. Die tun wir jetzt einmal aufkochen. Und zwar immer schön mit Bewegung. Ich würde keinen Schwingbesen nehmen, wenn man Milch aufkocht, weil der Schaum einfach mega stark. Und noch ein kleiner Tipp, wenn das alles vermischt am Anfang. Ich würde Zucker, Eier und Maizena zuerst ein bisschen verrühren mit einem Schwingbesen, dass sich das schon mal gut vermengt hat. Und dann unterrühren die Milch dazugeben. Dann vermengt sich das besser, als wenn man alles zusammentut und dann rührt. Die Vanillesoße tut abbinden, indem das, die Eier fest werden. Und das einmal aufkochen. Ganz wichtig dabei ist, eine Art müsste es nicht ganz kochen, weil wenn die Soße richtig kocht, dann flocken die Eier aus. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern wir bringen es knapp ans Kochen bringen oder erwärmen. Dann schalten wir zur Rose abkochen. Ich zeige euch noch, wie wir hier einen Test machen. Der zweite Trick ist, ein bisschen Maizena dazugeben. Das tut das Ausflocken vom Ei auch noch ein bisschen verhindern. Die Soße hat gekocht. Hier hat es jetzt gebunden mit der Maizena zusammen. Gehen wir das durch ein Sieb durch, falls es noch ein Stückchen drin hat. Falls ich schlecht gerührt hätte. Was nicht der Fall ist, natürlich. Natürlich. Dann habe ich hier ein bisschen Zimt und Zucker vermischt. Zu Zimtzucker. Und jetzt Öpfelküchli aus dem Backofen, immer noch schön warm. Die tue ich jetzt hier schön drin. Drehen, wenden. Und jetzt schauen wir das an, Sandro. Wow. Gut, so macht es eben Spass, oder? Dann noch schöne Soße dazu. So. Oh, Sandro. Ja, aber der Rampf erwischt. Das ist nicht so schön. Jenu? Passiert der Beste. Ich hoffe, du verzeihst mir. Kommst dafür ein extra Öpfelring über. Und dann bleibt uns einmal mehr nur noch das Probieren. Oh, geil. Sandro. Super lecker. Schön warm innen drin, oder? Ah, die Vanillearomen, die auf den Zimtzucker prallen. Hast du schon probiert, oder was? Nein. Liket uns auf Facebook, YouTube, kocht es unbedingt noch. Es lohnt sich. Es ist mega fein. Und ja. Tschüss miteinander. Ciao zusammen.